Madeleine hat uns gestern schon so schön erzählt, was Meditation ist. Und ich wollte nur ganz kurz nochmal ein paar Gedanken dazu sagen. Es geht immer darum, dass wir zu uns nach Hause kommen, dass wir unseren Atem betrachten, dass wir in Stille gehen. Und das Wichtigste ist, dieses bei sich zu Hause anzukommen, da zu sein, in Ruhe zu kommen. Meditation ist nichts Geheimnisvolles und nichts Großartiges und Besonderes, sondern es geht wirklich nur darum, den Atem zu betrachten, die Gedanken, die dann da sind, immer wieder abfließen zu lassen, vorbeifließen zu lassen und sich auf den Atem zu konzentrieren, immer wieder zurückzukommen zu uns. Das ist eigentlich das größte Geheimnis. Nachdem das nicht so ganz einfach ist, weil uns laufend irgendwelche Gedanken im Kopf rumschwirren, ist es eben ein Üben. Und je öfter wir uns einfach mal hinsetzen und in Stille diese Atembetrachtung machen, egal wo wir auch sind, wir können das überall ausüben, ob jetzt im Supermarkt oder in der Bahn oder beim Spaziergang, Gehmeditation, es ist also immer möglich, immer wieder mal ein Stückchen zur Ruhe kommen. Das ist eigentlich auch der Hintergrund der Entschleunigung. Da wird inzwischen sehr viel drüber gesprochen. Mein Thema ist heute, das hat mein Mann geprägt, Hallo. Hallo setzt sich zusammen aus den 5 Eigenschaften Heiterkeit, Achtsamkeit, Loslassen, liebevolle Zuwendung und Offenheit. Diese Eigenschaften birgen natürlich auch andere Eigenschaften in sich, wie Leichtigkeit, Gelassenheit, Einfachheit, Frohsinn, sich zu entscheiden, die Dinge zu tun, sich darum zu bemühen, ist ein ganz wichtiger Faktor. Mein Mann hat immer ganz stark betont, das ist dieses sich zu entscheiden zur Veränderung, das ist dieses Virya, das ist das Sanskritwort dafür. Mit dieser Leichtigkeit und Heiterkeit haben wir natürlich auch viel mehr Leichtigkeit im Sinne von, die Schwere in uns geht weg. Wir kommen zu Vertrauen. Wir können die Dinge viel leichter nehmen. Wir können alles viel schneller und besser akzeptieren. Und diese Heiterkeit ist etwas, was auch energetisch etwas mit uns macht. Es macht uns offener und insofern, wenn wir das kräftig üben, haben wir nach einer gewissen Zeit auch eine andere Ausstrahlung. Wenn wir in Schwermut fallen, wenn wir in Traurigkeit verharren, dann ist das in sich Gekehrte in negativer Form etwas, was uns nicht offen werden lässt, nicht frei sein lässt. Und insofern müssen wir uns immer wieder darum bemühen, uns daran erinnern. Und erinnern tun wir uns mit dem nächsten Wort, mit der Achtsamkeit. Die Achtsamkeit ist sozusagen der Schlüssel für alles, der Schlüssel für das Hier und Jetzt, der Schlüssel für die Bewusstheit. Je mehr wir achtsam sind, umso bewusster werden wir mit der Zeit. Und das ist das Entscheidende bei unserem ganzen Tun. Wenn wir in unseren Gedanken harren und uns unsere Gedanken forttragen, dann sind wir nicht in dem Hier und Jetzt, sondern wir sind dann im Gestern oder wir sind im Morgen, sind nicht im Jetzt. Dieses Jetzt lässt uns das Morgen gestalten. Dieses Jetzt macht uns das Gestern bewusst. Und es ist die Form, die uns hilft, ruhiger zu werden, uns zurückzunehmen, gelassener zu werden, friedvoller zu werden und vor allem uns wahrzunehmen in dem, was jetzt bei uns gerade läuft. Den Zustand wahrnehmen, in dem ich mich gerade befinde. Bin ich in Freude? Bin ich in Leid? Bin ich in Traurigkeit? Oder ist da Wut da?
je schneller ich in die Achtsamkeit gehen kann und je schneller ich mir dieser Gefühle bewusst werde, umso eher kann ich verändern. Und dieses Verändern findet in dem Moment statt, wo ich mir ganz bewusst mache, ich bin jetzt zum Beispiel im Leid. Ich ärgere mich über etwas. Der Hintergrund ist, wir werden mit etwas kontaktiert, was in uns ist. Wenn auch der Ärger scheinbar von außen kommt, so ist auch diese Form des Ärgers, in der wir gerade drin sind, ein Teil von uns. Denn wenn wir diesen Ärger nicht in uns hätten oder auch dieses Thema, ich bringe euch gleich ein Beispiel, dann würde es uns nicht berühren. Dinge, die uns nicht berühren, die neutral für uns sind, die haben auch nichts mit uns zu tun, die regen uns auch nicht auf. Ein Beispiel ist, wenn wir morgens zur Arbeit kommen und der Chef redet uns schräg an und wir merken, das ärgert mich jetzt, ich finde das ungerecht und da ist dann etwas drin, was mich an meine Kindheit erinnert, zum Beispiel an meine Mutter, die mich in ähnlicher Form ab und zu mal angesprochen hat, was mich dann als Kind auch schon geärgert hat. Insofern ist da Kontakt mit dem Teil in mir, der jetzt durch diesen Chef ausgelöst ist. Wenn ich mir das aber jetzt gleich bewusst mache, A, die Wurzel ist bei mir, woher kommt die Wurzel, was ist sie, dann kann ich damit anders umgehen. Das Zweite ist, dass ich mir anschaue, in welchem Zustand ist denn dieser Chef gerade? Hat er nicht gut geschlafen? Ist er gerade selber in Ärger drin oder in Wut? Und muss ich das überhaupt auf mich beziehen? In dem Moment, wo es Kontakt mit uns hat, beziehen wir es natürlich auf uns. Aber eigentlich hat es gar nichts mit uns zu tun, sondern es hat was mit dem Chef zu tun, der gerade nicht gut aufgelegt ist. Und in dem Moment, wo ich das sehr schnell für mich registrieren kann, kann ich mich zurücknehmen, kann sagen, okay, das Thema kenne ich, das kann ich irgendwann mal in Ruhe betrachten und darauf muss ich jetzt nicht reagieren. Das ist sowieso immer so etwas, wir reagieren viel zu schnell. Besser ist, wir agieren. Agieren wäre dann anzuschauen und zu gucken, was läuft da gerade bei meinem Gegenüber und bei mir. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir viel schneller in eine Ruhe reinkommen, viel schneller wieder zu uns zurückkommen und viel schneller auch diesen Ärger, diese Emotion, die sich da gerade aufgebaut hat, wieder loslassen können. Zur Achtsamkeit gehört auch eine gewisse Langsamkeit, eine Entschleunigung sozusagen. Ich selber habe immer sehr viel Freude am Schnellsein gehabt, muss ich sagen. Inzwischen geht das nicht mehr so, aber das war für mich immer ganz was Tolles, die Dinge schnell zu erledigen, schnell etwas zu machen. Und dann waren wir mal bei einem Seminar beim Thich Nhat Hanh und er sprach dann auch, dass Achtsamkeit auch was mit Langsamkeit zu tun hat. Dann habe ich ihn gefragt und habe gesagt, Tai, ich bin so gerne schnell und ich laufe so gerne schnell und da und inwiefern das eigentlich dann nicht dieser Achtsamkeit entspricht. Dann hat er gesagt, ja, hat er gesagt, wenn du es ganz bewusst machst und ganz bewusst schnell bist, dann ist es wohl in Ordnung. Aber denk vielleicht mal drüber nach, ob es uns immer möglich ist, im Schnellsein auch so bewusst zu sein. Und ich hab's mir wohl eingeprägt, aber mein Temperament hat's lange nicht zugelassen. Erst in letzter Zeit, auch durch eine Behinderung, die ich dann in meiner Hüfte hatte, musste ich langsamer gehen und da habe ich dann gemerkt, was er damit meint. Das heißt, es verändert sich so viel, weil ich habe dann viel mehr Zeit gehabt, die Dinge um mich herum zu sehen und mich damit zu beschäftigen. Und das, meine ganze Aufmerksamkeit wurde eine andere. Meine Wahrnehmung wurde eine andere. Und heute geht es mir trotzdem so, dass ich manchmal, wenn ich in die Stadt gehe und erledige was, mal sehr schnell gehe und bin mir aber das bewusst und dann freue ich mich darüber. Mei, denke ich mal, jetzt kann ich wieder schnell gehen, das ist so toll. Und das ist mir dann sehr bewusst und da kommt dann Freude auf. Aber es hat eine andere Qualität.
Ja, neue Möglichkeiten für uns zu finden, ist auch verbunden mit der Achtsamkeit. Denn unsere Reaktionen sind ja Gewohnheitsenergien. Wir reagieren gern aus den Mechanismen heraus, die wir uns in der Kindheit mal angewöhnt haben. Und da haben wir uns viel angewöhnt, denn so bis 10, 12 sind wir eigentlich fertig in unserer Prägung und haben unsere Möglichkeiten abgecheckt, unsere Grenzen und haben uns inzwischen auch unsere Muster zugelegt, wie wir gut hier durchs Leben kommen. Dass da natürlich immer wieder was da hinzukommt und dass sich das auch verändern kann, ist ganz klar. Aber der Rahmen ist gesteckt und aus diesen Reaktionen handeln wir ein Leben lang, wenn wir uns nicht unsere Gedanken und unsere Wahrnehmung, unser Tun und Handeln bewusst machen. Insofern ist es wichtig, immer wieder die Achtsamkeit auf das, was gerade läuft, zu lenken und die Wahrnehmungen gut anzuschauen. Wie nehme ich etwas wahr? Womit nehme ich wahr? Wir haben ja unsere fünf Tore zu unserem Innenleben, zu unserer Seele. Die Augen sind die intensivsten Tore. Dann haben wir das Hören, das Riechen, Schmecken und Tasten. Und das sind unsere Tore, wie wir die Welt aufnehmen. Und davon hängt wieder ab, welche Bewusstheit wir haben, welche Einstellungen wir haben, welche Wahrnehmungen wir haben, was wir für uns schon erkannt haben. Also die Möglichkeiten, die wir im Laufe des Lebens bekommen, auch durch unsere Erfahrung natürlich, sind was Wichtiges und Großartiges, weil wir damit eben unsere Gewohnheitsenergien, unsere alten Gewohnheitsmuster, unsere alten Reaktionen verändern können und immer wieder Neues aufnehmen können, neue Formen finden, wie wir handeln, wie wir reagieren. Ein Punkt zum Beispiel ist auch, wie gehe ich mit meinem Gegenüber in meiner Emotion? Wir kennen das alle, dass wir schnell reagieren und wenn uns jemand schräg anredet oder uns Unrecht tut, dass wir sehr schnell zurück reagieren und eine entsprechende Antwort bringen. Inzwischen hat sich das bei uns, und das ist etwas, was eigentlich das Grundlegende ist bei uns im Buddhismus, die Praxis, immer wieder zu üben, die Dinge in Ruhe anzuschauen, erstmal zu unserem Atem zu gehen und dann nach außen zu gehen, zu reagieren oder zu agieren besser. Denn wenn wir nach unseren alten Gewohnheitsenergien handeln, dann sind wir sehr schnell in der Energie des anderen drin und hinterher tut es uns leid oder wir bereuen es. Und so können wir erstmal zu unserem Atem gehen, können in Ruhe anschauen, was ist da gelaufen und können uns dann entsprechend dem anderen zuwenden, ihn fragen und sagen, du, wie hast du das jetzt gemeint? Das hat mich jetzt gerade ein bisschen geärgert oder es hat mich verletzt, je nachdem, was gerade gelaufen ist. Und ihn befragen und oft erfahren wir dann, dass es gar nicht so gemeint ist. Wir haben etwas falsch verstanden, weil da wieder ein roter Knopf gedrückt wurde, der uns sehr bekannt war aus unserer Kindheit. Darauf müssen wir sehr achten. Wir haben also die Möglichkeit, doch die Dinge anders zu handhaben, wenn wir uns darum bemühen, wenn wir in diese Praxis reingehen und uns diese fünf Richtlinien und uns der fünf Richtlinien immer wieder bewusst werden. Die fünf Richtlinien, das ist das, worum wir uns bemühen. Also da geht es nicht um Gebote, sondern es geht um Richtlinien, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen, sie anschauen, sie rezitieren, um den Faden auf unserem Weg sozusagen nicht zu verlieren. Und Richtlinien deswegen, weil wir uns darum bemühen. Es nutzt mir nicht zu sagen, ich darf nicht oder ich muss nicht, sondern ich bemühe mich einfach drum. Und wenn ich jetzt sage, ich bemühe mich darum, kein Fleisch mehr zu essen, dann heißt das nicht, dass ich jetzt hier ein Gebot abgelegt habe, dass ich kein Fleisch mehr esse, sondern
das ist ja auch ein Prozess, der was mit meinem Bewusstsein zu tun hat, dass ich den langsam angehe, es mir bewusst mache und dann sagen kann, irgendwann, eigentlich brauche ich es nicht mehr. So. Und dann kann ich es ablegen. Und so auch mit vielen anderen Dingen im Leben. Ja, das ist also die Achtsamkeit, die ganz was Wichtiges ist für uns. Und wie gesagt, es ist der Schlüssel zu allem. Zu unserem ganzen Leben, zu unserem ganzen Verhalten. Und um die geht es letztendlich. Ich wollte noch anführen, es gibt von dem, wie heißt er, Rosenberg, gewaltlose Kommunikation, Marshall Rosenberg, genau, gewaltlose Kommunikation, der hat inzwischen sehr schön aufgeführt, wie wir miteinander umgehen können, wie wir Gespräche führen können und wie anders wir auch dann beim anderen ankommen. Der andere muss nicht seinen Rollladen runterlassen und muss blockieren, sondern er kann offen bleiben und wir haben die Möglichkeit, mit ihm dann ein Gespräch zu führen und nicht eine Debatte oder Diskussion oder eine Auseinandersetzung. Und diese Möglichkeiten, die sind schon etwas sehr viel Friedvolleres wie die anderen Formen, die wir so aus unserer Kindheit kennen. Ja, das ist so mal jetzt so im Groben die Achtsamkeit, raus aus den Gewohnheitsmustern, mehr zur Ruhe kommen, unsere Wahrnehmungen anschauen, nicht hudeln, langsamer werden, bedächtiger werden, ja, bewusster werden. Das nächste wäre dann das L. Das L ist das Loslassen. Loslassen ist abhängig von, ja, wieder von der Achtsamkeit letztendlich auch, weil es geht hier um das Loslassen von Enttäuschungen, von Ärger, von Menschen, von Dingen, von Gedanken, was ich mir vorstelle, was ich alles haben muss. Ja, das ist eigentlich auch wieder verbunden mit Leichtigkeit und Heiterkeit. Wenn ich Dinge loslassen kann, gibt es inzwischen Bücher, die Entrümpelung und all solche Sachen. Das heißt, ich kann meine Wohnung ausräumen oder mein Haus ausräumen, kann schauen, was brauche ich denn wirklich noch, was steht alles rum, was brauche ich nicht mehr. Dann werde ich sehr viel leichter. Ich habe zum Beispiel zu meinem Geburtstag jetzt so eine nette Karte gemacht und dann habe ich geschrieben, mein Haus ist voll, meine Schränke sind voll. Dennoch freue ich mich über eine Spende beim Maitreya-Fonds. Und das ist ganz gut angekommen, weil jeder sagt schon mal, was schenke ich denn der noch, was schenke ich denn der? Das ist einfach alles schwierig. Und so war da die Möglichkeit von jedem Einzelnen zu sagen, okay, ich spende was für Maitreya-Fonds. Ja, und dieses Loslassen ist natürlich auch etwas, was nicht so ganz einfach ist. Ich erlebe mich selber auch immer wieder, dass ich denke, na, das habe ich jetzt länger nicht angehabt, das auch nicht, kann ich eigentlich raus, na, Cookies, vielleicht zieh's ja doch wieder mal an. Und so ist es auch mit Dingen, die stehen schon so lange auf dem Buffet und irgendwo habe ich sie mal erstanden, weil sie mir ganz besonders gut gefallen haben. Und dann denke ich ja eigentlich, wenn da nichts mehr steht, ist auch nicht viel anders. Muss das jetzt noch? Und dann kommen die Erinnerungen daran, ach, das habe ich damals mit meinem Mann da und da gekauft. Also bleibt es wieder stehen. Und so ist es mit so vielen Dingen. Nicht so ganz einfach ist es, wenn wir Menschen loslassen müssen. Ob es Freunde sind, mit denen wir keinen Kontakt mehr haben können oder haben müssen. Oft trennen sich die Wege, weil wir andere Intentionen haben oder unser Freund oder unsere Freundin andere Intentionen haben. Und dann müssen wir eben auch loslassen. Oder es geht ein Partner von uns. Auch dann ist das Loslassen nicht so ganz einfach. Es braucht seine Zeit. Und wir müssen sehr intensiv praktizieren, um wieder zu uns zu kommen, um wieder unsere Heiterkeit und unsere Leichtigkeit zurückzugewinnen. Aber letztendlich ist es eine Frage der Zeit auch. Und wie sehr steige ich ein in die Trauer, in das Leid? Das hat auch so ein bisschen was mit meiner Konstitution zu tun. Es gibt Menschen, die können sich sehr schnell von etwas trennen und sind sehr schnell bei den Gedanken zu sagen, okay, das war jetzt so
und ich kann das jetzt lassen und komme sehr schnell wieder in die Heiterkeit. Es gibt aber auch Menschen, die haben ein Problem damit und bleiben hängen in der Traurigkeit, besonders wenn sie ihren Partner verloren haben, in der Traurigkeit, in dem Verlassensein, in der Einsamkeit und bis hin zum Krankwerden dann auch, dass sie sehr krank werden und unter Umständen dann auch sehr schnell ihrem Partner folgen. Ich denke, auch das ist etwas, was wir lernen können. Lernen können zu sagen, was ist noch alles da? Mein Leben findet weiter statt und ich sollte schauen, inwieweit ich auch noch schöne Dinge um mich herum habe, die lebenswert ist, auch Menschen um mich herum habe, die mich vielleicht brauchen, die dankbar sind, dass ich da bin oder gern mit mir zusammen sind, was immer auch ist. Und da sollten wir dann auch nachgucken und nicht in unserem Leid hängen bleiben oder verharren und uns damit das Leben eben sehr schwer machen. Enttäuschungen loszulassen ist auch nicht so ganz einfach. Aber je mehr wir, wie gesagt, zu uns kommen können und das anschauen, was noch ist, umso friedvoller werden wir dann auch. In Frieden zu sein, ist eines der höchsten Formen, die wir für uns erstreben. Immer wieder zu gucken, dass ich friedvoll in mir werde und bin. Denn mit diesem Frieden in mir kann ich auch entsprechend nach draußen handeln. Ja, mit dem haben wollen, müssen wir auch immer wieder gucken, was will ich denn haben? Sind es materielle Dinge? Ich kann natürlich auch sagen, wobei da sage ich nicht, ich will das haben, sondern ich wünsche mir zum Beispiel, mehr Erkenntnisse zu kriegen, die Dinge besser zu erkennen, tiefer schauen zu können, ja, und sie einfach auch schneller umsetzen zu können. Das ist jetzt eine positive Form, die ich gerne haben würde, wo ich nicht loslassen muss. Und damit, glaube ich, kann ich mehr Verständnis und mehr Gelassenheit zulegen für all die Dinge. So, dann hatten wir das zweite L. Das ist die liebevolle Haltung. Die liebevolle Haltung, darum geht es, um die Güte, um die Haltung in erster Linie mal zu mir. Das hat nichts damit zu tun, dass ich egoistisch bin, dass ich, Egozentriker bin. Und da gibt's noch ein spezielles Wort. Wie heißen die gleich? Narzisst, genau, das war's. Danke. Narzisstisch bin, sondern da geht es darum, mich anzunehmen in meinem So-Sein. Mit all den Dingen, die ich in mir habe. Alle meine angenommenen, erlernten und weiß ich was, Fehler, die ich habe. Denn wenn ich die alle nicht hätte, wenn ich schon heilig wäre, wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr da. Dann wäre ich raus aus diesem Lebensrad, das uns immer wieder einbindet. Aber ich denke, da bin ich noch ein ganzes Stück von entfernt. Das macht ja aber auch nichts. Darum geht es gar nicht. Da gibt es so eine nette Geschichte auch von einem jungen Mann, der zu Buddha geht oder zum lieben Gott geht, wie auch immer. Und dann kommt er bei einem Flötenspieler vorbei und sagt, möchtest du wissen, wie viel Leben du noch vor dir hast, wie lange du noch leben musst, bis du ins Nirvana gehen kannst? Und dann hat er gesagt, ja, wunderbar, wenn du meinst, du möchtest das fragen für mich, dann frag das. Und dann kam es ihm noch einer begegnet, der saß und meditierte und meditierte. Und dann sagte er, möchtest du auch wissen, wie lange du noch brauchst, bis du ins Nirvana gehen kannst? Ja, sagt er, das sei ihm sehr wichtig, das wollte er wissen. Sagt er, gut, dann frage ich. Und dann ist er gegangen und dann hat er seine Antworten gekriegt. Und wie er zurückgekommen ist, hat dann der Meditierende gefragt, und wie viel Leben muss ich noch leben? Und dann hat er gesagt, unendlich viel Leben musst du noch leben. 500 Leben musst du noch leben, um endlich erleuchtet zu sein.
Der war dann ganz böse. Er war entsetzt, ganz böse und ganz traurig und hat sich gedacht, na also sowas, jetzt meditiere ich schon so lange, jetzt muss ich noch so lange leben. Dann ist er zu dem Flötenspieler gekommen und der spielte noch und tanzte unter seinem Baum und dann sagt er, so weißt du, ich habe gefragt, wie lange du noch leben musst. So viel Blätter wie am Baum sind, so viel Leben hast du noch. Och, hat er gesagt, so schnell schon, und war fröhlich und heiter und hat weitergespielt. Das sind so die Dinge. Etwas anzustreben ist wunderbar, aber es nicht verbissen zu tun und es nicht so zu tun, dass wir alles andere um uns herum vergessen. Das ist einfach wichtig dabei. Heiterkeit, Fröhlichkeit, die darf uns eigentlich nicht verlassen. Ja, also dieses sich selbst anzunehmen. Ich habe immer früher auch gesagt, oft es ist wichtig, uns auch mal auf die Schulter zu klopfen, weil wir haben so viele schöne Dinge, liebenswerte Dinge in uns, die einfach schön sind, die, wo wir sagen können, jawohl, ich bin auch wertvoll. Und das sind wir alle miteinander. Wir haben wertvolle Dinge in uns, die wir leben und die wir tun. Ja, das ist ganz wichtig und das müssen wir uns auch bewusst machen und auch uns anzunehmen und uns zu lieben und zu sagen, ja, so wie ich bin, bin ich in Ordnung, ich bemühe mich drum, wenn es mir auch mal nicht so gelingt, alles kein Problem, aber jetzt schaue ich mal. Klar, wie hat mein Mann immer gesagt, hinfallen dürft ihr, alles kein Problem, aber aufstehen, abputzen den Staub, sagt er, und weitergehen, das ist es letztendlich. Und so ist es auch mit den Dingen, die uns nicht immer so gelingen. Und wenn wir auch mal daneben handeln oder auch mal ausrasten, dann ist es eben so, wir machen uns das bewusst und bemühen uns das nächste Mal, dass es nicht wieder gleich passiert. Ja, das sind so die Voraussetzungen, um liebevoll zu handeln. Denn das, was ich in mir habe, was ich an liebevollem in mir habe, die Akzeptanz zu mir, die ich in mir habe, die kann ich dann auch weitergeben. Das ist das, was ausstrahlt, was ich dem Nächsten geben kann. Ich kann ihm ja nicht was geben, was ich selber nicht habe. Und wenn ich es selber nicht habe, dann bin ich immer auf der Suche nach draußen und gucke, dass ich es draußen kriege. Aber in dem Moment, wo ich es in mir habe und wo ich sagen kann, ich kann mich annehmen, ich kann mich lieben, dann muss ich das nicht immer im Außen suchen. Denn wir haben ja alles in uns, das wissen wir, die ganze Welt haben wir in uns, weil wir sind die Fortführung von unendlich vielen Ahnen vor uns und unendlichem Reichtum an Wissen, an Erfahrung. Und insofern ist alles in uns. Wie hat der Trismegistus gesagt? Wie oben so unten, wie innen so außen, wie rechts so links. Und Tai hat es jetzt auch wieder in seinem letzten Seminar betont, dass es sich alles bedingt einander. Und insofern, wenn ich alles in mir habe, dann muss ich schauen, dass ich die Dinge, die ich in mir habe, entfalte, sie nach draußen bringe, sie mir bewusst mache und anfange, sie zu leben. Und damit kann ich natürlich auch dann diese Güte leben, dieses Verständnis für den anderen, dieses liebevoll ihm entgegengehen. Gerade wenn jemand nicht gut aufgelegt ist, gerade wenn jemand traurig ist, gerade wenn jemand in einer Situation ist, wo er viel Leid hat, gerade dann zu sagen, du, ich bin für dich da, und versuchen, ihn zu trösten. Ihm vielleicht aus unserer eigenen Erfahrung erzählen, wie wir damit umgegangen sind. Einfach da zu sein für ihn, ihm unsere Zeit zu geben. Das ist es. Dieses Mitgefühl ist eines der größten und wichtigsten Eigenschaften, die wir brauchen, aber eben nur entwickeln können, eben aus unserer eigenen Liebe heraus. Wir brauchen uns nicht zu kasteien und wir brauchen uns nicht in Vorwürfen und Selbstanschuldigungen zu baden, hätte ich jetzt gerade gesagt. Also dass wir da in diesem Leid oder in diesem Kummer dann sitzen bleiben, sondern einfach immer wieder sagen, die Dinge verändern sich und die verändern sich in mir und die verändern sich im anderen, wenn ich entsprechend auf den anderen zugehen kann, entsprechend liebevoll sein kann. Und freundschaftlich auf den anderen zugehen. Und da gibt es auch keine Grenzen für.
Grenzen im Sinne von, Thay sagt immer, Diskriminierung, auszugrenzen, dass andere anders sind, dass andere vielleicht Dinge anders sehen oder anders machen oder das Bewusstsein noch nicht haben oder wie auch immer, spielt alles keine Rolle, sondern immer wieder zu erkennen und zu sehen, da ist jetzt Leid und ihn liebevoll in seinem Leid anzunehmen, ihn versuchen zu verstehen, auch in seinen Handlungen. Ganz besonders schwer fällt es uns natürlich bei Menschen, die Verbrechen begangen haben. Auch da ist es wichtig, tief zu schauen. Warum ist dieser Mensch so geworden? Und das sind auch Übungen, die damit zu tun haben, nicht gleich zu verurteilen, sondern wirklich zu gucken, warum hat er jetzt so gehandelt? Was war in diesem Menschen, in dieser Kindheit schon? Und ja, und warum hat er das jetzt gemacht? Ist nicht so ganz einfach. Wirklich nicht einfach, nee, wenn ich daran denke, jemand umgebracht hat oder so, aber auch da geht es letztendlich um eine gewisse Form von Verständnis bei uns. Ja, und bei der liebevollen Haltung habe ich so ein nettes Blatt gefunden. Ein wunderschönes Blatt, war in einer Zeitschrift drin. Und da steht vorne, ich finde es also sehr hübsch, das ist aus, wie nennt sie sich, Happiness, ja, aus der Zeitschrift raus. Da schreibt dieser Autor, sich selbst zu lieben ist der Anfang einer lebenslangen Leidenschaft. Finde ich hervorragend, gerade dieses Wort Leidenschaft dazu, weil man sagt ja auch, Lieben ist Leiden, Verliebtheit ist Leidenschaft, also Leidenschaft schafft Leiden oder irgend so in der Richtung. Gibt es also auch solche Denkverbindungen. Und auf der anderen Seite hat er einen Vertrag gemacht. Mein Versprechen an mich lautet, heute am so und so vielten, hier in, weiß ich nicht, Miesbach, München, wo auch immer, möchte ich ab sofort vielleicht, oder ab morgen, wann auch immer, von jetzt an erkennen, achten und lieben. Mich. Also ich möchte mich ab sofort von jetzt an erkennen, achten und lieben. Es ist möglich, dass der Weg, der vor mir liegt, nicht immer einfach ist. Ich werde Sonnentage und dunkle Seelennächte erleben. Manchmal wird alles ganz klar erscheinen und ich werde wissen, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Doch es wird vielleicht auch Momente der Verwirrung, des Zweifels und der Angst geben. Egal wie meine äußere Welt erscheint oder sich mein Inneres anfühlt, im Sieg und in der Niederlage, in der Stille und im Sturm. Ich wähle, von nun an stets an meiner Seite und mir selbst der beste Freund zu sein. Ich schenke mir Nähe und Vertrauen. Darum sage ich aus ganzem Herzen Ja. Ja, ich will mich, ich habe jetzt dahin geschrieben, von ganzem Herzen lieben, mich achten und mir treu sein, solange ich lebe. Ich verspreche mir selbst ein Leben der Freude und des Wachsens. Ich werde loslassen, was mir schadet, und kultivieren, was mir gut tut. Ich werde mein Leben auf eine würdevolle Weise gestalten, indem ich die Liebe in mir bejahe, kann ich sie mit allen teilen. Indem ich vollständig in mir erwache, kann ich mich in allem wiedererkennen. Ist doch schön, ne? So, und das letzte Wort ist jetzt die Offenheit. Die Offenheit ist auch wieder ein Begriff, der vieles beinhaltet. Offen zu sein für alles um mich rum, egal was es ist. Keine Eingrenzung, sondern Weite in allen Bereichen. Weil je mehr wir offen sind, umso mehr haben wir die Möglichkeit, die Dinge anzuschauen und zu lernen. Dinge, die wir nicht verstehen, anzuschauen, offen zu sein. Meine Sichtweise erweitert sich. Wenn ich sage, früher war das oft so, dass ich gesagt habe, nee, das sehe ich so und fertig. Gibt es nicht mehr. Es gibt nicht, das sehe ich so. Das sind Momentaufnahmen. In dem Moment habe ich die Dinge so gesehen und für mich so erkannt und geglaubt, das ist schon so. Laufend Veränderung. Und kurze Zeit danach habe ich festgestellt,
stimmt gar nicht. Und darum geht es letztendlich, immer wieder offen zu sein. Offen zu sein, allem, was uns begegnet, gibt es ein schönes Wort. Alles, was mir begegnet, ist mein Leben. Es hat was mit mir zu tun. Weil, wenn es mir begegnet, ob das Menschen sind, ob das Tiere sind, ob es Landschaften sind, hat es was mit mir zu tun, dass ich gerade diesen Menschen jetzt kennenlerne, mit diesem Menschen konfrontiert werde, mich mit diesem Menschen auseinandersetzen muss, egal was es ist. Es ist, hat immer was mit mir zu tun. Und da brauchen wir die Offenheit dazu. Auch die Sichtweise. Nicht zu sagen, okay, das ist es, dieser Weg und nichts anderes. Mm-mm. Sondern offen zu sein und in alle Richtungen zu gucken, rundum zu schauen. Da beneide ich immer die Vögel, die ihren Kopf so halb rundum drehen können. Denke mal, guck mal. Ja, das ist also schon ein ganz schönes Versprechen an einem selbst, offen zu sein. Offen zu sein, die Dinge zu sehen, die Weite zu sehen und auf diese Art mehr zu lernen, mehr zu erfahren. Die Offenheit, die haben wir nicht nur im Kopf, sondern die haben wir auch in unserem Herzen. Mit dem Offenwerden oder Offensein öffnen wir auch unser Herz. Und das Herz ist der Teil, der laufend mit unserem Computer oben, sage ich immer, mit unserem Denken kommuniziert. Die zwei liegen pausenlos in der Kommunikation. Und oft müssen wir unserem Denkapparat da oben Einhalt gebieten, weil er schon wieder irgendwelche Gedanken hat, die unserem Herzen und unserem Körper gar nicht gut tun. Also mit dem Offensein öffnen wir auch unser Herz und uns und alle unsere Sinnestore. Ja, und wir sind offen für alles, was uns begegnet. Und je mehr wir das kultivieren, umso leichter tun wir uns. Da ist wieder die Leichtigkeit drin enthalten. Da ist wieder der Frohsinn drin enthalten. Da ist Freude drin enthalten. Und letztendlich von alledem und zu alledem Freude und Glück brauchen einen Nährboden. Und der Nährboden dazu ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, die inzwischen, ich hier, früher habe ich die Worte gar nie so gehört oder selten gehört, aber ich erlebe es immer mehr, ob das in Büchern ist, ob es in Vorträgen sind. Im Bayern 2 kommen immer wieder Berichte, wo die Dankbarkeit eine so große Rolle spielt. Und sie spielt eine unendlich große Rolle, weil wie gesagt, wenn wir in Dankbarkeit sind, kommen wir automatisch in Freude. Also ich, wenn ich morgens aufstehe, mache die Augen auf und denke, meine Güte, jetzt ist Sommerzeit, so schön warm, alles ist grün, meine Rosen blühen rundum und dann kommt schon mal Freude auf. Ich mache mir das alles bewusst und egal was dann kommt, wenn jemand anruft und schon hinmecker, das kann mich gar nicht betreffen und das kann mich gar nicht berühren, weil da ist einfach schon mal die Freude da, das ist die Grundlage. Und dann kommen die Glücksmomente dazu. Freude ist etwas, was wir kultivieren können. Das Glück, das ist nicht so ganz einfach mit dem Glück. Das sind eher die Momente. Aber dieses Glück hängt auch von der Freude ab. Und die Dankbarkeit ist der Schlüssel dazu. Wir können für so viel dankbar sein. Wir leben hier im Paradies. Egal, wo wir hinschauen, allein der Park heute hier, dieser Ort, an dem wir uns befinden, auch wenn wir Krankheiten haben, die nicht ganz einfach sind, die schwer sind, die auch dann, ich weiß, dass man im Moment erstmal verzweifelt und dass die Dankbarkeit und der Frohsinn, die Freude, dass alles erstmal im Moment verloren geht. Das ist so. Aber immer wieder zu schauen, was bleibt uns noch? Was bleibt uns noch? Ich möchte es nicht gern benutzen, weil im Buddhistischen gibt es das Wort Hoffnung eigentlich nicht. Aber man sagt immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber es bleibt uns immer wieder noch eine ganze Menge. Und je mehr wir dankbar sind für die Hilfe, die wir jetzt schon kriegen können. Es gibt
großartige Mittel heute schon in der Naturheilkunde. Ich setze die jetzt mal vorne an, weil letztendlich, abgesehen von der Chirurgie, das ist also gar nicht mehr mit Worten auszudrücken, was da heute schon möglich ist, Organverpflanzungen, alle schon. Aber bei chronischen Krankheiten tut sich die Medizin immer noch sehr schwer. Und da ist die Naturheilkunde einfach schon mit so viel schönen Möglichkeiten bestückt, ob das jetzt die Pflanzen sind, ob es die Homöopathie ist. Es gibt wirklich wunderbare Sachen. Aber wir müssen es uns bewusst machen, auch da eine Dankbarkeit zu entwickeln, um nicht zu verzweifeln, um nicht in unserem Leid zu versinken. Tja, denn letztendlich gibt es immer wieder Minuten, Stunden und auch Tage, wo auch die Sonne scheint. Und gerade sich zu bemühen, Ja zu sagen zu dem, zu akzeptieren. Und dann zu schauen, wie gehe ich damit um, welche Möglichkeiten habe ich alle. Die lässt dann wieder doch Freude aufkommen und lässt uns auch oft heilen. Wie viele Heilungen gibt es? Wie viel Wunder gibt es? In Anführungsstrichen letztendlich. Ja, und mit dieser Dankbarkeit möchte ich schließen. Ich lese euch jetzt nochmal die kleine Schwester des Glücks. Habe ich so einen netten Artikel gefunden über die Dankbarkeit. Wer von uns erinnert sich nicht daran, wie wir als Kinder dazu angehalten wurden, uns zu bedanken, meist für ein Geschenk? Den meisten wird dies damals als eine unangenehme Pflicht erschienen sein, vor allem dann, wenn das Geschenk nicht den lang ersehnten und gehegten Wünschen entsprach. In diesem Zusammenhang spricht man ja auch von Dankespflicht und sogar von Dankesschuld. Doch Dankbarkeit zeigen zu müssen, ohne sie zu empfinden, kommt einem irgendwie lästig und falsch vor. Das haben wir schon als Kinder gefühlt. Und vielleicht liegt hier ja auch eine Ursache für das große Missverständnis um die Dankbarkeit in unserer Zeit. Denn dankbar zu sein hat natürlich nichts mit Pflicht oder Schuld zu tun, sondern ist ein Grundgefühl, das wir Menschen ebenso wenig entbehren können wie Liebe, Wärme oder Geborgenheit. Wer dankbar ist, ist auch zufrieden, weil Dankbarkeit die kleine Schwester des Glücks ist. Sie ist zwar nicht so grandios, überwältigend und strahlend wie das Glück, dafür aber die wesentlich zuverlässigere Weggefährtin. Mit ihr wird das Leben leichter, schöner und gelassener. Dankbarkeit schenkt uns einen Blick für das, was gut in unserem Leben ist, statt uns mit dem zu quälen, was alles besser oder auch nur anders sein könnte. Dankbarkeit verbindet und versöhnt uns mit der Welt, in der wir leben, und vermittelt uns die Gewissheit, dass wir nicht allein sind. Darin verborgen, wie ein Schatz, steckt die Wertschätzung für das Leben selbst, für die Menschen, die wir lieben, für die Wunder der Natur. Dankbarkeit ist das vielleicht schönste Geschenk, das ein Mensch sich selbst machen kann. Und damit danke ich euch für euer Dasein und für die Zeit, die wir miteinander verbringen durften.